Hi Leute, willkommen bei Blendercon Coffee. Mein Name ist Bernie und heute werden wir uns ansehen, wie wir in C-Sharp verschiedene Varianten einer Funktion oder einer Methode erstellen. Das bezeichnet man generell auch als Overloading. Und das werden wir uns jetzt ansehen. Und ich denke, dass wir heute auch noch das Thema Vererbung beginnen werden. Aber fangen wir mal einfach an. Also ich lösche das hier mal weg, denn wir möchten hier ordentliche Function Calls haben. Ich möchte mir hier auf jeden Fall immer eine Message zurückgeben, also ein String. So. Und hier können wir sagen beispielsweise return, einfach weil wir ja was zurückgeben müssen. Und starten dann unseren formatierten String. Fahren mit. Und hier möchte ich die Räder nehmen. Ich schreibe das auch wieder ohne this. Aber ihr seht, es macht keinen Unterschied. Auch wenn ich this schreibe, selbes Ergebnis. So, das ist jetzt recht und schön. Und jetzt möchte ich aber auch sagen, beispielsweise, ich möchte vielleicht die KMH angeben. Also wir machen dann public string fahren mit KMH und sagen hier int KMH. Alles Parameter. Und der Faulheit halber kopieren wir uns das hier oben einfach jetzt mal und sagen hier bei, und ich kann es hier einfach so reinschreiben wieder mit meinen geschwungenen Klammern, KMH. So, es ist jetzt ganz nett und alles, aber natürlich müsste ich dann jede Funktion sehr spezifisch benennen. Zum Beispiel möchte ich jetzt sagen, public String fahren mit Licht. Und hier haben wir zum Beispiel ein Bool Licht an. So. Und hierzu kopieren wir uns das hier oben. Und fahren mit Rädern. Und Licht ist. Ich schreibe mir übrigens groß und Licht ist, und jetzt könnten wir hier einfach noch eine Auswertung machen, aber in Einfachheit wollen wir nur True oder False zurückbekommen. Das akzeptieren wir jetzt einfach mal so. So, das heißt, wir sagen jetzt, wir fahren mit Fahrzeug 1.fahren, dann Fahrzeug 1.fahren mit KMH unter Fahrer 30 und Fahrzeug 1.fahren mit Licht und True. So. Und jetzt möchte ich quasi noch die Spezialvariante, dass ich sage auch, wir fahren mit den KMH, mit Licht und KMH, na, schreibt das mal, ne? So, da wir das Licht zuerst genannt haben, schreiben wir jetzt, bleiben wir auch bei der Parameterreihenfolge so, das ist noch nicht mehr so eine richtige Konvention, aber ich mache das gerne so. So, und hier schreiben wir KMH wieder. KMH. So, ganz einfache Ausgaben jetzt hier. Fahrzeug 1.fahren mit Licht und KMH. Und hier fahren wir 50 mit ausgeschaltetem Licht. Natürlich sollten wir False zuerst schreiben und dann die 50. Und ich muss mir das natürlich noch ausgeben. Und wie ihr wisst, Faulheit siegt. Wenn ihr im Visual Studio einen Cursor in mehrere Zeilen setzen wollt und da gleich weiterschreiben, dann drückt ihr Shift, also haltet ihr Shift und Alt gedrückt und dann selektiert ihr nach oben. Denn hier könnt ihr sozusagen eine Bereichselektion machen. Und jetzt schreiben wir hier console.writeLine und dann das hier. Das, hoppla, ohne das Anführungszeichen. Wir machen das nochmal neu. console.writeLine und fertig. Und hier hinten können wir dasselbe machen. Klammer zu, Semikolon. So, und jetzt müsste ich noch die Semikolons hier rauslöschen. Also in diesem Fall bin ich schneller, wenn ich hier die Klammern einsetze. Und wir geben uns das alles aus. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Shift und Alt gedrückt haltet, mit der Maus einen Bereich selektieren. Und egal, was ich hier schreibe, das wird in allen Zeilen gleich ersetzt. Der Nachteil von dem Ganzen ist natürlich, dass das Autocomplete hier nicht funktioniert. Aber es ist hinzunehmen. So, wir gucken uns das jetzt an. Fahren mit 0 Rädern bei 30 km/h. Fahren mit 0 Rädern und Licht ist true. Und fahren
Mit 0 Rädern und Licht ist false bei 50 km/h. So, woran liegt es jetzt, dass die Räder nicht mehr befüllt sind? Ich habe hier das Achsen wieder umgewandt in ein implizites Property, das heißt, ich kann das hier löschen und kann auch hier im Konstruktor einfach sagen, bis Räder ist gleich Achsen mal 2. Hier ist egal, ob ich dann das Achsen-Property oder den Achsen-Parameter nehme, da die zu diesem Zeitpunkt hier schon beide den gleichen Wert haben. Das Befüllen dieser Properties ist eben, wie gesagt, für andere Tasks relativ wichtig, beispielsweise wenn es um Notifications für die Benutzeroberfläche geht. Aber dazu erstmal beim Thema WPF dann mehr. So, schauen wir nochmal unsere Core-Konsole. Und wir sehen, wir haben wieder unsere minus 6 Räder, weil wir hier die minus 3 haben. Ich möchte jetzt hier natürlich auch noch einen sinnvollen Wert reingeben. Ich habe ein zweiachsiges Fahrzeug mit 4 Rädern. So. Und wenn ich jetzt aber nicht möchte, dass ich jede Funktion so lange benennen muss, dann irgendwann wird das natürlich auch ziemlich unübersichtlich, würde ich doch alle ganz gern fahren nennen. So. Und tatsächlich kann ich das machen. Ich lösche das jetzt einfach. Und das Zeug soll fahren heißen. So, hier drüben bekomme ich jetzt natürlich die Fehler, weil es diese Funktion nicht mehr gibt. Also ich lösche das hier nochmal raus alles. Und kann jetzt all die Funktionen fahren nennen. Wir starten das Programm und gleicher Output. So, Mission erfüllt. Warum ist das so? Ich kann einer Methode so viele Varianten auf diese Art geben, solange sie dadurch eindeutig bleibt. Das heißt, wir haben eine Reihenfolge der Parameter, denn wichtig ist immer die Reihenfolge der Parameter. Und dabei kommt es nicht auf den Namen an, sondern wir haben jetzt hier eine Funktion ohne Parameter angelegt. Dann haben wir eine Funktion mit einem Int angelegt. Und er sagt, okay, ich habe noch keine Funktion namens fahren, die einen Int entgegennimmt, also kann ich den anlegen. Was jetzt beispielsweise passiert, ich sage jetzt Public String fahren und möchte jetzt hier beispielsweise die Temperatur übergeben. Und ich brauche die jetzt nicht mehr fertig ausprogrammieren. Wir sagen hier, wir wollen einen leeren String zurückgeben. Dann sehe ich schon, ich bekomme hier einen Fehler. Und zwar, der Typ Fahrzeug definiert bereits einen Member namens Fahren mit den gleichen Parametertypen. Das heißt, wenn ich mir die Temperatur hier angeben will, muss ich einen anderen Parameter dafür finden oder besser gesagt einen anderen Typen oder die auch entsprechend anders benennen, diese Temperatur. Was jetzt natürlich weiterhin funktioniert, ist das Fahren hier anzulegen mit einem Bool, denn wir haben noch keinen Bool. So. Und auch das hier funktioniert, denn hier haben wir zwei Parameter und die Reihenfolge BoolInt gab es da noch nicht. Witzigerweise, ich kann jetzt natürlich auch hier hingehen und in demselben Content, also hätte denselben Effekt, diese Funktion anlegen. Denn auch wenn sie absolut dasselbe tut und eigentlich die gleichen Informationen entgegennimmt, gab es die Reihenfolge INT-Bool noch nicht. Also es ist wirklich so einfach, wie ihr es hier auch seht. Nur die Reihenfolge der Parameter darf nicht zweimal vorkommen. Also eine Funktion mit gleichem Namen darf beispielsweise keine zweimal einen int entgegennehmen oder int bool int oder int int bool. Je nachdem. Also es darf nichts doppelt vorkommen. Eine weitere Einschränkung von dem Ganzen ist, dass der Rückgabewert auch identisch sein muss. Also ich kann jetzt hier nicht sagen, ich returne mir einen Double, denn, also ich kann das jetzt hier mal anlegen oder besser gesagt, tatsächlich dürfte ich das so jetzt machen. Zeige ich euch mal eben, aber ich zeige euch, was ich gleich meine. Das funktioniert, aber was nicht funktionieren würde, wir legen jetzt noch eine Public String fahren an und dabei ist egal, welche Parameterkonstellation ihr nehmt. So darf ich sie natürlich nicht benennen, denn die Funktion gibt schon. Aber wenn ich die jetzt hier Double nenne und sage Return 0,0, dann wäre sie ja eigentlich korrekt. Aber der Typ Fahrzeug definiert bereits einen Member namens Fahren mit den gleichen Parametertypen. So, das läuft jetzt auch über das, dass hier der Double nicht vergeben werden darf. Denn hier wird auf die Funktion geachtet und sozusagen unterschiedliche Rückgabetypen ändern die Funktion nicht. Also das wollte ich euch damit vermitteln. Denn das Programm könnte nachher nicht mehr deterministisch unterscheiden, ihr wollt jetzt einen String zurückbekommen oder ein Double. Was anderes ist, wenn ich hier sage, beispielsweise, keine Ahnung, Double. Wert 1.
Denn wir haben noch keine Funktion fahren, das einem Parameter double entgegennimmt. Das heißt, ganz wichtig, der Rückgabewert ist keine Abwandlung einer Funktion. So, das war jetzt mal die erste Hexerei. Und damit könnt ihr euch gerne spielen. Das ist wirklich, das ist so simpel, wie es ist. Was ihr auch nicht dürft, oder besser gesagt, was ihr dürft, aber ihr dürft euch ja dann nicht wundern, ist, ich kann hier auch natürlich eine Überladung generieren mit dem Namen fahren, aber es ist private und die ist von außen nicht mehr zugreifbar. Aber ich kann dann nicht natürlich hergehen und sagen public string fahren int kmh, denn auch diese Funktion ist bereits definiert. Das heißt, bei diesen Überprüfungen, also ich muss hier natürlich return so machen, bei diesen Überprüfungen wird niemals auf die Zugriffsmodifikatoren oder den Rückgabewert geachtet. Gleiches gilt jetzt auch für Static. Das heißt, auch hier ist es so, dass, also das untere ist eine Warnung, dass sich da jetzt nicht irritieren, dass die Funktion fahren bereits definiert wurde. Also nur weil ich die Static mache, darf ich die dann auch noch nicht verwenden. So. Ein Blick machen wir hier wieder. So. Aber ich würde sagen, wir bleiben mal bei der kmh-Variante, denn mehr brauchen wir hier gar nicht. So, und was ich jetzt mache, jetzt zeige ich euch mal die Mächtigkeit des Namespaces. Ich möchte jetzt hier eine Klasse erstellen, eine weitere. Und diese, sagen wir einfach das Class Auto. Denn ich möchte, dass ein Auto jetzt eigentlich genauso aufgebaut ist wie ein Fahrzeug. Und da war ja beim Coding, ich will nicht immer sagen faul, aber wir wollen effizient sein und man sagt doch dazu, man soll das Rad nicht neu erfinden und es soll sich selbst auch nicht wiederholen. Das heißt, wir wollen diesen Code nicht duplizieren. Stell dir vor, wir hätten nicht nur ein Auto, sondern würden irgendwann zwischen Automarken und Modellen unterscheiden. Das wäre ein Mordsaufwand. Aber wir gehen jetzt hier mal aus von Class LKW. Noch und wollen diese beiden unterscheiden, aber die haben ja beide dieselben Properties oder besser, also dieselben Eigenschaften. Und natürlich können auch beide fahren, denn beides sind Fahrzeuge. Und tatsächlich kann ich jetzt auch sagen, so ein Auto ist ein Fahrzeug und das nennt man Vererbung. Denn ich kann jetzt hier sagen, Auto Doppelpunkt und Doppelpunkt bedeutet immer eine Ableitung. Das Auto leitet von Fahrzeug ab und jetzt sehe ich hier. Ich kriege sofort einen Fehler. Es wurde kein Argument angegeben, das dem formalen Parameter Achsen entspricht. So, das hat damit zu tun, hier haben wir einen Konstruktor, der einen Parameter entgegennimmt. Hier haben wir gar nichts und wenn ihr euch richtig erinnert noch, eine Klasse ohne einen Konstruktor hat den impliziten ohne Parameter. Und es ist so, ich muss für die Erstellung eines Fahrzeuges immer einen Parameter bereitstellen und das ist auch in den abgeleiteten Klassen so. Das heißt, wir sagen, hier haben wir die Basisklasse, das ist Fahrzeug, und hier haben wir Auto. Und Auto ist im Moment noch eine ungültige Klasse, denn hier wird quasi der Konstruktor vom Fahrzeug nicht aufgerufen, sondern der von Auto. Das heißt, wir müssen den entsprechend mal schreiben. Wir wollen ein Public Auto und sagen hier int Achsen. So, und das muss doch gut sein. Nein, ist es natürlich noch nicht. So. Der Grund dafür ist, und das schreibt auch schön hin, es wurde kein Argument angegeben. Also wir haben immer noch den Fehler. Und zwar ist es so, dass wir auch den Basiskonstruktor aufrufen müssen. Und ihr erinnert euch ja an das this-Keyword, das unsere aktuelle Klasse, also die aktuelle Instanz beschreibt. Gleichzeitig gibt es da jetzt noch was sehr Schönes, nämlich das Keyword base. Und zwar bezeichnet Base die Basisinstanz. Das heißt, wenn ich das jetzt aufrufe, das muss ich im Konstruktor mit einem Doppelpunkt nebenan machen und mache die Klammer auf, dann lande ich beim Basiskonstruktor. Das heißt, ich kann jetzt sagen hier, int Achsen ist Achsen. Und jetzt stimmt das Ganze. Generell könnt ihr über Base natürlich alles aufrufen, also auch die Achsen. Dazu selber zu sagen, dazu braucht ihr nicht mehr Base, also das könnt ihr auch auf this machen, da ihr ja eine Ableitung von Fahrzeug seid und ihr somit auch all das hier implementiert. So, das heißt, unser Auto ist jetzt auch ein Fahrzeug und wir übergeben das.
Was ich jetzt machen darf, ist, ich darf das hier beispielsweise weglassen. Aber unter der Voraussetzung, dass ich dem hier einen gültigen Wert übergebe. Zum Beispiel, indem ich sage, ein Auto hat bei uns standardmäßig zwei Achsen. So, dasselbe Spiel machen wir jetzt beim LKW. Der LKW ist auch ein Fahrzeug. Ich könnte den auch von Auto ableiten, ist aber ja nicht so. So. Und jetzt sagen wir hier einfach Public LKW mit Klammer auf Klammer zu, denn wir wollen einen parameterlosen Konstruktor. Und der soll unseren Basiskonstruktor mit drei Achsen füttern, weil ich sage, unser LKW hat auf drei Achsen. So, und jetzt haben wir den Vorteil. Ich sage hier beispielsweise Auto A1 ist gleich New Auto. Und wie wir jetzt sehen, A1 hat alle Properties von unserer Basisklasse Fahrzeug und ebenso die Möglichkeiten Fahren. Und funktioniert an sich ganz gut. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, ich möchte hier mit dem Auto fahren. Das aus. Und ich sehe schon Fahren mit vier Rädern bei 30 km/h. Wir erstellen uns jetzt auch noch einen LKW, also ein LKW L1 ist gleich New LKW. Und wir lassen hier mal den LKW 1 fahren. Der fährt, weil er einfach, LKWs fahren ja immer langsamer, fährt halt nur 20 etc. Wir sehen schon, fahren mit 6 Rädern bei 20 km/h, fahren mit 4 Rädern bei 30 km/h. So, ist jetzt eigentlich ja ganz nett. Und was ich jetzt natürlich auch noch machen kann, ist spezielle Sachen zu machen. Das heißt beispielsweise hier Public Void Anhänger hinzufügen. Hier können wir beispielsweise, wir schreiben da jetzt nichts rein, das ist nur zum Veranschaulichen, es funktioniert. Public Void, Passagier hinzufügen. Und das sind jetzt wieder spezialisierte Sachen. Das heißt, nur weil ein Auto das kann, muss es kein LKW können. Das heißt, eins kann ich jetzt nicht sagen hier, ein Anhänger hinzufügen. Denn Anhänger hinzufügen wird nur vom LKW unterstützt, also von Instanzen der Klasse LKW. Jetzt könnte man natürlich auf diese total praktische Idee kommen und sagen, ja, aber ein LKW ist ja auch ein Auto, ist nur größer und mit Passagieren. Dann leiten wir es nicht nur vom Fahrzeug, sondern auch vom Auto ab. Das geht nicht. Generell in C-Sharp und in den meisten objektorientierten Sprachen, mit Ausnahme von C++, gibt es keine multiple Vererbung. Das heißt, eine Klasse kann immer nur von einer anderen Klasse erben oder ableiten, wie man hier sagt. Das heißt, selbst wenn ich hier eine total beliebige Klasse hätte, beispielsweise Class Radio, weil ich hier eine Klasse habe, die ein Radio beschreibt, könnte der LKW nicht vom Fahrzeug und Radio gleichzeitig ableiten. Und wir sehen uns jetzt die echte Fehlermeldung an. Die LKW-Klasse kann ich mehrere Basisklassen aufweisen. Und das ist pauschal für alle Klassen so. Wie gesagt, da gibt es eine große Ausnahme, das ist C++. Die C++ kann das, aber ist auch mit Vorsicht zu genießen. Was ich jetzt auch noch machen kann, ich kann den LKW tatsächlich dann von Auto ableiten. In dem Fall kann ich aber dem Basiskonstruktor keinen Wert übergeben, denn der Basekonstruktor hier ist der Konstruktor des Autos und das wird ja auch schon so gehighlightet. Mit F12 kann ich immer hinspringen, dann zu der entsprechenden Deklaration der Funktion. Das heißt, wenn ich das jetzt möchte, dass ich sage, ich habe auch einen Konstruktor, der das ermöglicht, kann ich sagen Public Auto. Denn auch einen Konstruktor können wir so überladen. Das heißt, dann übergeben an die Basisklasse keine zwei, sondern die Achsen. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ein LKW ist ein Auto. Und was jetzt passiert ist, ist Folgendes. A1 beispielsweise bietet auch Passagier hinzufügen an. Während L1 nicht nur das Passagier hinzufügen anbietet, sondern natürlich auch Anhänger hinzufügen. Das heißt, ihr seht, es ist so, als würden wir in die Klasse LKW alles reinschreiben, was in der vorherigen Klasse ist. Das ist ein Auto. Und in Auto haben wir sozusagen auch schon alles reingeschrieben, was im Fahrzeug steht. Also ihr könnt euch das so vorstellen, das wandert dann alles zusammen. Und jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Feinheit. Und zwar möchte ich jetzt beispielsweise sagen, ich möchte wissen, was hier fährt. Und hier natürlich in der Basisklasse, ich weiß nicht, ob mein Fahrzeug ein LKW ist oder ein
PKW. Das heißt, ich sage, wir haben halt diese Methoden. Wenn ich die jetzt überschreibbar machen möchte, dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Und da ich jetzt aber sage, ich möchte quasi das Überladen, also das nennt man dann jetzt Overloading von einer Methode. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen Public String Waren int kmh. So, und jetzt kriege ich hier schon mal einen Fehler, aber ich sehe schon, er schlägt mir auch was vor. Blendet den vererbten Member Fahrzeug aus. So, also fahren aus. Verwenden Sie das New Schlüsselwort, wenn das Ausblenden vorhergesehen war. Also, das ist das Ausblenden. Da kann ich jetzt hier sagen Public New String fahren. Wir kriegen natürlich immer noch einen Fehler, weil wir nichts zurückliefern. Aber das ist jetzt der einzige Fehler. Und jetzt könnten wir sagen, wir sind ja faul, das wisst ihr, return. Hier wieder meine Klammernotation und schreiben wir hier mal, weil wir ein Auto sind. Doppelpunkt. Und hier möchte ich jetzt einfach quasi denselben Text ausgeben wie zuvor. Und dazu kann ich meine Basisinstanz aufrufen, Punkt fahren, mit den kmh. Denn auch wenn ich das hier quasi überladen habe, dann geht es hier rein. Und jetzt zeige ich euch, was passiert. Wir fahren zum einen mit dem Fahrzeug FCG1 und dann fahren wir mit dem Auto. Und jetzt sehen wir den Unterschied. Denn wenn wir die Funktion fahren aufrufen, dann wird beim Fahrzeug tatsächlich hier reingegangen, weil das Fahrzeug nur diese Klasse hat. Rufen wir das aber aufs Auto auf, dann wird immer erst in der am weitesten oben liegenden Klasse quasi, also dem Auto selbst hier, nach einer passenden Methode gesucht. Und die hat er gefunden. Und durch das New Keyword haben wir auch gesagt, ja, wir möchten unsere Funktion ausblenden, unsere alte. Und haben die hier aufgerufen. Gleichzeitig kann das jetzt aber auch natürlich der LKW machen. Das heißt, ich sage das hier so und sage hier LKW. Aber wenn wir das jetzt machen, dann würde hier stehen in der Ausgabe LKW Doppelpunkt, Auto Doppelpunkt und dann fahren. Und das möchte ich jetzt vielleicht nicht. Und jetzt können wir sagen Base Punkt fahren. Ne, können wir nicht. Habe ich auch gewonnen. Ich wollte es mal probieren. Nee. Im Regelfall können wir hier jetzt nicht mehr sagen, wir wollen hier einfach die Funktion der Basisklasse aufrufen, sondern wir müssen uns das jetzt erstmal implementieren wieder, wo wir sagen, mit den Rädern. Aber das können wir auf jeden Fall machen. Was wir sagen hier LKW und fügen uns dann den Rest hier ein. Und das funktioniert auch reibungslos. Das heißt, ich dupliziere mir das jetzt hier und sage, mein LKW-1 fährt jetzt hier mit 35 km/h. Dann seht ihr auch, dass beim LKW tatsächlich immer die Fahrenfunktion des LKW aufgerufen wird. Das war es jetzt erstmal zum Thema der Vererbung. Also das ist jetzt mal so das grundlegende Konstrukt der Vererbung. Klassen leiten von Klassen ab und können dann all diese Methoden und alles mitverwenden. Wenn sie überladen. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann ansehen, welche Auswirkungen das hat und was wir jetzt eigentlich weiteres Schönes machen können, dadurch, dass wir hier Basisklassen haben. Aber dazu kommen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich auch freuen, wenn ihr mir nach einem Abo dalasst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss!